Herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um das Thema Stammdatenmanagement. In der ersten Folge widmeten wir uns der spannenden Frage, welche Stammdatensysteme brauche ich in einem Unternehmen und wovon hängt es ab, was ich brauche? Unser Gast ist Jürg Hofer, ein erfahrener IT-Architekt bei Emmi Schweiz. Er hat dort maßgeblich an der Entwicklung des Stammdatenarchitektur mitgewirkt und bringt wertvolle Einblicke in die Praxis mit. Gemeinsam beleuchten wir alles rund um das Thema Stammdatenmanagement. Hi Jürg, schön, dass du dieses Mal wieder dabei bist. Ja, hallo, auch von mir einen wunderschönen Tag. Du hast ja erklärt, warum Stammdaten schon heute nicht nur in einem System im Unternehmen entstehen. Wovon hängt das denn ab, ob spezifische Stammdatensysteme benötigt werden? Da schließen wir doch gerade an die letzte Folge an. Ich habe da ja schon mal gezeigt, wie so eine Landschaft aussehen kann im Sinne von der Wertschöpfungskette. Und da steckt eben genau schon der erste Punkt drin. Wenn ich zum Beispiel ein Vertriebsunternehmen bin, das nur Handel betreibt, nicht falsch verstehen, nur Handel, das ist sehr anspruchsvoll, dann habe ich natürlich viele Prozessschritte wie Produktion, Lagerung von Rohstoffen habe ich nicht, ne? Das heißt, aus diesem Grund werden bestimmte Eigenschaften nicht notwendig in der Datenpflege, die eben ein Hersteller wie wir von der Emmi durchaus haben, ne? Das ist mal ein Punkt. Auch schon erwähnt, die Wertschöpfungstiefe, also was mache ich selbst, was habe ich ausgelagert, das hat auch einen großen Einfluss. Aber nicht zuletzt auch dann der Reifegrad des Unternehmens, das heißt, wie bin ich strukturiert als Unternehmen, wie bin ich organisiert als Unternehmen und wie lange beschäftige ich mich mit dem Thema Stammdatenmanagement. Das sind so Einflussfaktoren, die wir generell haben. Wenn wir uns die Frage nach Systemen stellen, dann sieht es eben so aus, dass ich für diese verschiedenen Wertschöpfungsbereiche durchaus auch unterschiedliche Systeme einstelle oder brauche. Ich habe mal spaßeshalber so ein Potpourri aus Systemen gemacht, nicht erschrecken diese Abkürzungen. In der IT scheinen dreistellige Abkürzungen durchaus gebräuchlich. Na, also ERP kennen alle, dann aber MAM, also Media Asset Management, CAD-Systeme, die ich insbesondere in der diskreten Industrie brauche, RD, Resop Development, das heißt Rezeptursysteme, wie wir sie in der Emmi einsetzen, oder Machine Execution System, wenn es um die Produktion eben typischerweise geht, Content-Systeme, HR, you name it. Also wir haben einen Strauß an Systemen und oft auch in Unternehmen eben zum Beispiel nicht nur ein ERP, man leistet sich da gerne auch mal zwei oder drei, habe ich alles schon erlebt, auch in der Emmi hatten wir früher mehr. Und dann stellt sich wirklich die Frage, ja, wo soll ich jetzt hier Stammdaten pflegen? Ich habe jetzt mal anhand der Materialstammdaten versucht, so eine kleine Ordnung reinzubringen. Und mir die Frage gestellt, ne, nach links, da entstehen Informationen zum Beispiel in einer Produktion über das, was wir produzieren, ne, bei uns eben Rezeptur. Und dann muss die Information irgendwann auch zum Kunden raus. Klassische PIM-Aufgabe, Produktinformationsmanagementsysteme, um hier eben die Informationen zu verteilen. Das ist auch noch eher ein älteres Bild mit Printmedien, nimmt deutlich ab. Heute haben wir hier noch ganz andere Herausforderungen. CDs produziert, glaube ich, so gut wie niemand mehr. Auch Sticks kaum. Aber na, das ist immer noch ein Thema, die Ausleitung der Daten. Wenn wir jetzt die Datenflüsse anschauen, dann sehen wir hier, wir haben eine vielfältige Richtung. Das heißt, es geht von den einzelnen Systemen in andere rüber, kommt zurück, werden ergänzt, erweitert. Leider heute auch sehr oft mit Medienbrüchen. Das heißt, das, was hier so schön als Schnittstelle dargestellt ist, ein Dokumentenmanagementsystem mit dem ERP verbunden, passiert sehr, sehr oft auch händisch. Na? Das heißt, man hat dann Daten kopiert, die auf die Festplatte schiebt, die irgend in ein anderes System in der Hoffnung, immer die aktuellen Daten zu haben. Also das ist schon eine große Herausforderung. Wenn wir uns jetzt fragen, wo pflege ich Stammdaten, dann sieht man auch schon hier, ich habe ja unterschiedliche Datenarten und Informationen, die eben typischerweise in einem Rezeptursystem oder in einem CAD-System entstehen. Konstruktionszeichnungen typisch oder bei uns eben Rezepturen. Und da ist eine Quelle, ne, von Informationen. Und es ist jetzt die Herausforderung, diese Informationen möglichst ohne Medienbrüche, zum Beispiel in eine ERP zu bekommen und von dort in ein PIM-Dump. Auf diesem Weg werden die Daten auch angereichert. Das heißt, hier finden auch noch Informationsergänzungen statt, idealerweise. Leider aber auch ist es oft so, dass hier auch noch möglich ist, Daten, die aus der Quelle kommen, hier nochmal zu verändern. Was ein Riesenproblem ist, das darf eigentlich nicht passieren. Wir verwenden dafür den Begriff des Single Source of Truth, bei dem wir einfach gewährleisten müssen, dass die Informationen sauber in einem System gepflegt werden und weitergegeben werden. Also von dem her eine Riesenherausforderung.
Und wie du siehst, hier drin ist im Moment kein eigenes Stammdatensystem. Ist nicht drauf. Man kann jetzt noch das PIM-DAM durchaus als gewisses Stammdatensystem auch schon betrachten, auch in dieser Konstellation, in dem eben Informationen hier entstehen, die ich sonst nirgendwo hier gefunden habe. Was aber eine große Herausforderung ist, wenn ich mehrere ERPs habe, welches ist dann federführend? Und spätestens dann, wenn ich eben die Fragestellung habe, was ist federführend, kann ein eigenes Stammdatensystem, das mich unterstützt, um hier diesen Regelkreis zu organisieren und zu orchestrieren, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Und darauf komme ich dann in der nächsten Folge zu sprechen, wie wir das bei der EMMI gelöst haben, weil wir natürlich gerade zu Beginn 2003, als ich angefangen habe, eine große Vielfalt von Systemen gefunden und angetroffen habe. Und da ging es dann darum, ja, wie kriegen wir jetzt aus diesem Drahtverhau und aus der Vielfalt der Systeme eine geordnete Information und geordnete Informationsflüsse hin? Ja, danke, Jörg. Super interessant. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.